Jo Leute, willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Drakensang Online. Ich kommentiere wieder nach und ja, ich habe ein bisschen Kalis gefarmt, das sieht man jetzt in der Aufnahme. Ich weiß nicht, wie oft das war auf jeden Fall. Das war am Anfang der 14-Minuten-Aufnahme. Ich bin natürlich einmal zur Stadt zurückgekehrt, um alles zu verkaufen oder halt einzuschmelzen, je nachdem. Ich weiß es nicht mehr. Und ich habe halt alles nochmal zusammengeschnitten, dass man genau sieht, wie ich aber nur dauerhaft Kalis gefarmt habe. Ich habe es mal schneller, also von 40 Minuten auf 10 Minuten. Und dann von diesen 10 schnellen Minuten irgendwie habe ich 3 Minuten 30 gemacht und 29 Millisekunden, irgendwie sowas auf jeden Fall. Ich glaube, das war genau die Zahl. Ich habe mehrmals Kalis gefarmt. Ich habe ab und zu einen Edelstein gedroppt. Ich weiß nicht mal, ob dann, ich glaube, ein Unrein. Unrein war, glaube ich, auch dabei. Ich weiß es gar nicht mehr. Wir halten ein bisschen größerer, nicht mehr der ein zerbrochen ist, sondern ein bisschen größer. Fand ich auf jeden Fall ganz nice, aber ich hätte gern mehr, aber ja, ist halt doof. Auf jeden Fall, ich habe mein Inventar vergrößert um eine Leiste. Das heißt, ich habe 1000 ausgegeben. Die habe ich durchs Questen und durch Mobdrops bekommen. Die kommen bei mich so am ersten Tag locker rein. Also wenn man ein bisschen farmt, hat man das eigentlich schnell zusammen. Mit einer Inventarseite und 10 Plätze auf der Bank, quasi im Schließfach. Versuche ich mich gerade durchzukämpfen. Das heißt, ich habe 7 mal 4, 228 Plätze für, also in meinem eigenen Inventar, plus halt noch Ausrüstung. Ich weiß nicht, wie viel die Ausrüstung gerade beträgt. Und halt noch 10 Plätze im Schließfach. Ja gut. Ein YouTuber, den ich zurzeit schaue oder oft geschaut habe, Spieletrend, der bringt leider nicht so oft Drakensang Online. Irgendwie, als ich es angefangen habe, hat er irgendwie aufgehört, das zu bringen und jetzt halt wieder so ein paar Folgen. Fand ich ganz nice und jo, ich dachte, komm, ich fang's an. Da wurde ja eine neue Daily gemacht. Ich habe es ja früher schon mal gezockt, der Account ist neu. Ich bin Level 25, damit habe ich halt Kalis ganz gut gefarmt. Leider kann man hier irgendwie nicht DXP spenden, glaube ich. Zumindest denke ich mal nicht, dass es möglich ist, wie von Medien 2 gewohnt, dass man quasi auf einem bestimmten Level erstmal das eine Mob opfern kann. Für Kalis habe ich eine Weile eine Strategie gebraucht und zwar, ich habe immer davor meinen Wächter gespawnt, also als Magier spawne ich immer vor mich selber, meinen Wächter, damit der immer die Schüsse abbekommt, diese 3 Schüsse, die sie abfeuert. Und jo, das ging eigentlich ganz gut, also Wächter und dann halt Blitze, wenn es geht. Und halt, also Blitzeinschlag und dann halt, einfach nur drauf schießen, bis das Viech down ist. Wenn es in der Mitte gerade spawnt, kann es auch noch einmal schießen, also für die Neuankömmlinge im Spiel. Neuankömmlinge, egal. So kann man Kalis farmen, zumindest am Anfang als Magier, wenn ihr Magier seid. Als Krieger, als Waldläufer und als Dampfmechanikus habe ich leider keine Erfahrung, weil ich die Klasse noch nicht spielen werde. Weil ich den Magier am besten finde, irgendwie, ich weiß nicht, weil es halt einfach so, ich mag Magier. Ich würde sagen, das war es auch langsam mit der Aufnahme. Man sieht, ich habe Kalis ein paar Mal gehauen. Wahrscheinlich irgendwie so 11 Mal. Ich weiß gar nicht, gerade so eine random Zahl, die ich gesagt habe. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Snow White. Ciao.